Als Chinbese bezeichnet man eine am Sonntagabend nach Aschermittwoch stattfindende Fastnachtsveranstaltung in Liestal im Bezirk Liestal des Kantons Basel-Landschaft in der Schweiz. Dabei werden aus Föhrenscheiten, Kiefernholz, Gebundene, Besen von 20 bis 100 Kilogramm Gewicht brennend durch die Liestaler Altstadt getragen. Höhepunkte des Umzugs sind die etwa 20 Feuerwagen, eiserne Wagen, die jeweils mehreres der brennenden Holzes tragen. Besonders hoch lodern die Flammen nach der Fahrt durch das Liestaler Obertor auf. Der Anlass zieht Zehntausende von Zuschauern aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland an. Das in Liestal schon vor mehr als 200 Jahren am Funkensonntag Höhenfeuer auf den Anhöhen Burg und Weiße Fluh loderten, ist in Chroniken nachzulesen. Seit 1902 fanden im Zusammenhang mit der Fastnacht Fackelumzüge durch Liestal statt. Der Chinbese-Umzug selbst wurde aber erst nach dem Ersten Weltkrieg vom Liestaler Bäcker Eugen Stutz begründet, zuerst als kleiner Umzug mit Schülern, nach einem Auslandaufenthalt ab 1924 in größerer Form. In Deutschland ist der Chinbese als Feuerwagenumzug bekannt. Mittlerweile hat der Brauch ohne Feuerwagen unter dem Namen Fürbese auch einen Ableger in Sirnach, Kanton Thurgau, gefunden. Die Veranstaltung unterliegt strengen Sicherheitsregeln und findet unter der Einsatzleitung des Feuerwehrkommandanten der Stützpunktfeuerwehr Liestal mit Unterstützung umliegender Feuerwehren statt. Den Zuschauern wird geraten, alte, nicht leicht entzündbare Kleider zu tragen. Infolge der großen Hitze müssen sich die Zuschauer oft ducken, besonders, wenn die Wagen kurz stehen bleiben. Aufgrund des Zuschaueraufkommens und der Enge der Liestaler Altstadt ist ein Zurückweichen dann kaum möglich. Die Route beginnt in der Burgstraße und führt über die Rathausstraße, Rebgasse, Gerbergasse bis zum unteren Gästadeckplatz, Kreuzung Rosenmund. Unmittelbar vor dem eigentlichen Feuerumzug beginnt jeweils um 19.15 Uhr der Laternenzug. Fastnachtskliken tragen kunstvoll gefertigte Laternen, wie sie auch an der Basler Fastnacht zu sehen sind, entlang der Route. Nach ca. 20 Minuten beginnt der eigentliche Feuerumzug mit Besenträgern und stählernen Wagen, welche die mehr oder weniger großen Feuer geladen haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.